Hallo und herzlich willkommen. Das heutige Video dreht sich um das Thema Assistive Touch. Das ist die Videoserie Alle lernen die erreichen, Bedienungshilfen am iPad. Ich, Alice Bankover, mache diese Serie zusammen mit Laura George aus England. Mit dieser Funktion Assistive Touch kann man das Display anpassen. Es ist gut für Kinder und Jugendlichen mit feinmotorischen Herausforderungen und Schwierigkeiten. Das bedeutet aber für alle Userinnen und User einen schnellen Zugriff und es ist individualisierbar. Das heißt, man kann es wirklich anpassen, je nachdem, wie man es gerne haben möchte. Wie geht das? Man geht zu den Einstellungen, Bedienungshilfen und im Tippen finden wir Assistive Touch. Aktivieren wir das einmal. Und hier können wir gleich sehen, was passiert. Wir bekommen einen Button. Poppt auf. Wir können sehen, dass wenn wir zum Beispiel da auf diesem Deckkraft tippen, können wir auch das sichtbarer oder weniger sichtbar machen. Und hier gleich schauen wir uns an, wie das mit dem Hauptmenü ist. Das heißt, wir tippen kurz drauf, sehen wir, was von Haus aus mit dem iPad geliefert wurde. Das sind diese 6 Funktionen. Diese können wir sehr leicht anpassen mit dem Pluszeichen. Wählen wir einfach zum Beispiel Bildschirmfoto. Dass es einfach so geht, wenn wir das aktivieren, tippen wir einfach kurz drauf und ein Bildschirmfoto wird gemacht. Geht ganz schnell und ist sehr leicht. Gehen wir zurück und schauen wir, was passiert, wenn wir zum Beispiel eine eigene Aktion machen, zum Beispiel bei Doppeltipp. Was sollen wir machen mit dem Doppeltippen auf dem Icon, zum Beispiel in dem Fall Kurzbefehle. Und hier sehen wir, dass es auch wunderbar funktioniert. Was machen wir zum Beispiel unter langes Drücken? Können wir hier zum Beispiel aussuchen die Sprachsteuerung und dann würden wir einfach länger draufdrücken auf dem Icon und sehen, dass es sofort aktiviert wird und man kann mit der Stimme einfach zum Beispiel die Namen, die Bezeichnungen einfach aktivieren. Und hier können wir einfach auf Home zur Tour und können arbeiten. Eine sehr nützliche Funktion, nicht nur für Kinder mit feinmotorischen Schwierigkeiten, auch für alle. Unter Accessibility online findet man mehr Details über diese Funktion. Ich hoffe, es hat euch gefallen und sage vielen Dank.